Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia und ich möchte euch heute noch mal eine Variante zeigen zum Hebemaschentuch, und zwar den Hebemaschenloop, den ich hier trage. Den hat mir eine liebe Freundin in der Zwischenzeit gestrickt, und zwar aus Cumulus Rainbow in Blautönen und in der Unifarbenen in Weiß. Ich habe extra meinen Hintergrund angepasst, weil ich fand, das sind die Sommerfarben für Strandurlaub schlechthin, wenn man denn dann irgendwann mal wieder fahren kann. Und ja, freue mich sehr über diesen Loop und möchte euch heute die Unterschiede zum Tuch vorstellen und gleichzeitig auch noch auf ein paar Fragen von euch eingehen, die ihr zum Tuch hattet. Da können wir dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ja, damit ihr wisst, worum es geht, das Hebemaschentuch ist dieses hier. Das hatte ich gestrickt, in der Zwischenzeit fertig bekommen, und das hat eine Dreiecksform. Und der Loop, der ist rechteckig und sieht so aus. Unterscheidet sich in Form und Strickmuster vom Tuch. So, dann erstmal zu euren Fragen. Eine Frage war, wie groß ist das Tuch denn jetzt überhaupt und wie viel Wolle geht rein? Und das habe ich mal aufgeschrieben. Das Tuch ist ja dreieckig, hat an der linken geraden Kante 120 cm und oben an der Abkettkante 110 cm, ungedehnt, einfach nur so glatt hingelegt. Das wird noch ein bisschen größer beim Tragen, dehnt sich das ja meistens. Reingegangen sind zweimal Cumulus in Uni und einmal Cumulus Rainbow. Und das hier habe ich als Rest behalten. Also das ist jetzt nicht schwarz. Ich hatte dunkelblau, aber dunkelblau ist gerade aus. Deshalb, ich hätte jetzt noch ein paar Reihen stricken können, aber mir war das Tuch groß genug, so dass ich dann aufgehört habe. Der Loop dagegen ist 35 cm breit und doppelt gelegt 56 cm, also in der Runde dann 1,12 Meter groß. Und reingegangen ist einmal Cumulus Rainbow in Blautönen und einmal Cumulus in Weiß. Und das hier war der Rest. So, meine Freundin hat von außen nach innen gestrickt, sodass erstmal die Türkistöne auf jeden Fall mit reinkommen und ein bisschen vom Grau. Und das hier ist übrig geblieben. Man hätte jetzt auch noch einen zweiten Strang weiß nehmen können, aber eigentlich ist er groß genug. So viel zur Größe. Dann war eine Frage nach der Rückseite. Das ist ja leicht gezeigt. So sieht die nämlich aus. Die hat natürlich da, wo man die Maschen abhebt, diese Spannfäden. Es gibt aber schlimmere Rückseiten, also wenn man jetzt danach geht, ob die schön oder hässlich ist oder wie auch immer, also sollte sich da mal was umklappen beim Tragen, das fände ich persönlich nicht so schlimm. So sieht das Ganze aus. Was mir noch aufgefallen ist, worauf ihr achten solltet, die rechte Kante beim Tuch, da wo man die Zunahmen macht, die wölbt sich. Die gerät leicht sehr stramm. Das heißt, macht hier am rechten Rand sehr lockere Randmaschen und auch die Zunahmen möglichst locker, indem ihr versucht, sehr viel Fadenmaterial mit in die Maschen reinzubringen, damit sich das dehnen kann. Also mir ist es nämlich fast ein bisschen stramm, und gerade oben sieht man, wie sich das Ganze dann wölbt, weil es stramm, zu stramm ist. Und wo ich jetzt gerade hier oben bin, ich habe dann aufgehört mit 4 Reihen kraus rechts und habe sehr locker abgekettet. Das
Seht ihr hier, sieht richtig schlaufig aus. Es ist nicht so hübsch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich das beim Tragen noch ein bisschen egalisieren wird. Mir war wichtiger, dass die Kante richtig schön dehnbar bleibt, als dass mich diese Schlaufen jetzt so stören. Denn wenn die Abkettkante zu stramm ist und es kann sich nicht um den Hals herumschmiegen, wie man es denn dann gerne hätte, das ist schlimmer als so ein bisschen so ein unordentlicher Rand, meine Meinung. Ja, was hatten wir noch an Fragen? Ja, geht das Ganze auch in Rechteckform? Ja, das zeige ich gleich. Das ist ja der Loop, der ist rechteckig. Und das Stricken von ein bisschen näher war gewünscht. Und das mache ich dann auch gleich. Jo. Wenn man das Ganze nämlich nicht als Dreiecktuch, sondern rechteckig stricken möchte, lässt man natürlich die Zunahmen weg. Und muss hier unten einen sehr viel größeren Maschenanschlag machen. Und der Maschenanschlag muss teilbar sein durch 4 plus 2 plus 6. 4 plus 2, das ist das Muster, und 6 sind die Randmaschen. Beim Loop sind 60 Maschen angeschlagen. Ergibt eine Breite von 35 cm. Ist eigentlich eine schöne Breite. Richtig ausgerollt ist das so. Super weich. Also ich habe jeder, der am Hals empfindlich ist, der ist mit der Cumulus so gut bedient, weil da kratzt gar nichts mehr. Das ist für Babys mega weich. Ja. Achso, jetzt muss ich die Kamera ein bisschen näher ran machen, damit ihr das Stricken dann von nahem seht. Das sollte aber reichen. Das sieht ganz gut aus. Ja, 60 Maschen für den Loop. Ich habe hier ein paar weniger angeschlagen und habe geendet mit zwei Reihen in Grundfarbe. Und jetzt kommt die melierte, die Rainbow. Und ich fange wieder an mit den Randmaschen. Drei Maschen rechts. Zunahme haben wir nicht. So, jetzt schaue ich mir hier an. Muss ich hier abheben oder stricken? Ich will ja, dass sich das Muster versetzt. Hier über den beiden nächsten muss ich abheben, also muss ich hier stricken. Zwei rechts, zwei abheben. Im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Enden mit zwei rechts und drei Maschen links abheben. Wenden. Dann kommen drei Maschen rechts als Randmasche. Und jetzt noch eine Änderung zum Tuch. Die werden nicht rechts gestrickt, weil wir wollen ja glatt rechts erzeugen. Also werden sie links gestrickt. Zwei links, zwei abheben, zwei links, zwei abheben bis zum Ende der Reihe. So, und die letzten drei Randmaschen wieder links abheben. Wechseln zur Grundfarbe. Die ersten drei Maschen rechts und dann die ganze Reihe rechts durchstricken. Bis zu den letzten drei Randmaschen. Und diese dann wieder links abheben. Wenden. Die ersten drei Randmaschen rechts. Links weiter stricken.
bis zum Ende der Reihe, also bis zu den letzten drei Randmaschen. Und diese dann wieder links abheben. So, und jetzt kommt die versetzte Abhebereihe. Ich wechsle wieder zu meiner melierten Farbe, stricke die drei Randmaschen rechts und schaue jetzt wieder, muss ich hier abheben oder stricken? Nee, ich habe ja in der Vorreihe schon gestrickt, also hebe ich jetzt ab und setze meine gestrickten hier hin. Also zwei abheben, zwei stricken im Wechsel. Ups. So. Enden mit zwei abheben, drei Maschen links abheben, drei rechts stricken, die abgehobenen auch wieder abheben, die gestrickten links stricken, damit auf der Vorderseite glatt erzeugt wird, und das Ganze im Wechsel bis zum Ende der Reihe und die letzten drei Randmaschen links abheben. So. Das ist es. Sieht dann so aus, im Gegensatz zum Tuch nochmal. Und ist eine sehr kurzweilige, schöne Angelegenheit. Macht Spaß. Soweit. Dann macht's gut und bis demnächst. Tschüss.